So, Freunde, sind wir zurück. Pinkelpause ist vorbei. Ich nudel mich sofort aus. Ich bin immer noch. Ja, ich hasse es, wenn ich aufnehme, dann haben wir immer schwarzes Bild erst. Das seht ihr natürlich nicht, aber gut. Ich musste mich mal eben einbuddeln. Ich habe leider keinen Wassereimer mit. Ich hab Butler, jetzt wieder mein Eisen. Ich habe leider keinen Wassereimer mit, um mich jetzt hier rauszuholen. Wir haben noch einen Special Guest hier noch rumsitzen, Alex, aber der ist jetzt ein bisschen ruhiger und guckt sich das jetzt hier mal so an. Okay, wir müssen auf jeden Fall da sneaken, weil wir nicht reinfallen dürfen. Doch, das ist jetzt irgendwie ein Skelett von hinten. Ja, habe ich doch gesagt, da muss ich aufpassen. Das kann ich aber nicht. Ich habe den Sound ja aus, mehr oder weniger. Ich kann es jetzt nicht unbedingt beeinflussen. Aber gut, muss da schon herkommen, ne? Von hinten. Sagte er und landete in der Lava wahrscheinlich. Ah, er hat mir die Tipps. Dass du dir auch jedes Mal wieder. Alter, warum gehen die jedes Mal wieder von vorne los? Das geht mir so auf die Eier. Wie soll ich ihn noch ausschalten? Quickie. Ja. Ja, was kann ich ansonsten noch ankündigen? Bald, beziehungsweise am 27. gibt es Watch Dogs zu sehen bei uns wahrscheinlich als Let's Play. Ich habe das heute vorbestellt. Ich freue mich schon, es wird ein geiles Spiel. Vielleicht auch Let's Play Together. Ich habe auch noch zwei, drei Leute, mit denen ich das rein theoretisch zocken könnte. Matthias ja auch. Wir haben auf jeden Fall mal was. Ich habe heute noch einen Trailer gesehen davon. Sieht richtig, richtig geil aus. Richtig Bock drauf, das zu spielen. Ist auch schon, glaube ich, bei PCs das oder generell Gaming ist das sogar schon Bestseller bei Amazon. Was soll da was heißen? Also für Werbung, wie die dafür machen, kein Wunder. Ja gut, das muss ja auch sein. Hast du bei GTA mal gesehen, wo da draus kam, wie viel Werbung da kam? Ja. Ich viel. Ich glaube, ich habe für Watch Dogs mehr Werbung gesehen als für GTA. Ich habe bei GTA dauernd irgendwelche Werbung im Fernsehen gesehen. Okay, jetzt haben wir die Lava gleich endlich mal zu. Können wir endlich mal weitermachen und mal. Ich muss unbedingt. Oh, ich kann ja keinen Eimer craften, scheiße. Warte mal, ich hab eine Idee. Kann man nicht. Kann ich nicht, wenn ich das jetzt hier frei mache. Was denn? Ich will ein bisschen. Das Wasser, wenn das Wasser am Ende von seinen 8 Blöcken angekommen ist, nicht? Ja, es ist manchmal. Ah doch. Aber da kommt sofort Cobblestone. Man muss eigentlich das irgendwie hinkriegen, dass das Wasser weiterfließt. Immer wieder diese Abhänge bauen wie bei so einer Erntemaschine. Ja, aber ich muss erstmal hier rauskommen jetzt. Ich will ja hier raus quasi. So. Irgendwo muss hier doch eine Mine sein oder sowas. Das kann mir auch keiner erzählen. Hier müssen auch irgendwo Diamanten sein, das kann mir auch keiner erzählen. Aber ich weiß auch nicht, auf welcher Höhe ich bin. Warte mal. Ja, Ebene 17, noch zu hoch. Ja, ich habe eben auch in dieser Höhle welche gefunden. Oh, hier ist Sand. Ist auch nicht gut. Und schnell wieder verpieseln. Oder mal gucken, dass ich hier mal. Ich warte auch eigentlich nur drauf, dass mich hier gleich irgendwas wegschießt oder so, aber. Ja, das ist jetzt der Grund, warum ich keine Facecam nehme diesmal, weil sonst. Du hast eh schon zwei Perspektiven, dann bist du ja bekloppt. Und dann auch noch hier noch eine Facecam rumdödeln hast. Okay, wir können mal aufhören mit Sneaken. Es ist so dunkel hier. Das ist auch kacke mit den Fackeln, dass die echt nur so ganz so 3-4 Blöcke weit leuchten. Ich hatte aber das Gefühl, dass die in dem anderen Texture-Pack. Ja, in dem anderen Texture-Pack war es besser, aber das durften wir ja nicht nehmen. Kommen die Leute wieder an, nimmt das nicht. Das ist nicht das Original. Oh Gold! Das ist nicht das Original, das dürfen wir nicht nehmen. Mama. Weil ja jeder mit dem Original Texture-Pack spielt. Das ist nur lustig. Ja, wenn es hier für Sphex oder sowas geben würde, das wäre geil. Das ist Sphex Texture pur. Doch, das magst du nicht. Doch, wieso? Das nehme ich doch immer. Pure BD Craft. Ne, das andere mochte ich ja nicht mehr. Ja, hier. Wie ist das nochmal? Nein. Du hast Chris benutzt. Mesa. Genau, Mesa ist irgendwas. Mesa, genau. Alter, vergewaltige deinen Controller nicht so. Was ist jetzt dein Plan überhaupt da unten? Ich baue noch ein bisschen Eisen ab. Brauchen wir nicht. Dürdel hier so rum. Brauchen wir nicht, nein. Wofür? Hör mal den Amboss. Wir bräuchten Dias oder wir bräuchten. Wer ist das andere noch? Flint bräuchten wir noch und. Pfeile. Pfeile brauchen wir noch. Okay, geht's. Ja, ich würde ja in die Höhle gehen, die ich gefunden habe, aber dann sterbe ich mit Sicherheit. Das sehe ich doch eh schon kommen. Könntest du mal eben rausgucken, ob wir mittlerweile mal wieder Tag haben, dann gehe ich mal wieder raus. Aber hier muss auch irgendwo. Wir brauchen sowieso eine Mine. Im Endeffekt, also ohne. Eine Mine, nein, es ist eine Nacht. Ohne Kürbishelm bringt uns das generell nichts. Es ist Nacht und vor unserer Tür lauert ein Schaf. Oh. Noch eins. Tschüss.
Wo ist denn mein Schwert schon wieder geblieben, der Sackbauer? Hm. Mein Schwert, der Sackbauer. Deutsch lernen mit Matthias. Ja. Wo bist du, mein Schwert, des Sackbauer? Wo bist du? Was ist denn hier los? Hast du hier Schafe vermehrt oder so? Nee, ich hab irgendwie was das... Was hast du mit den Schafen getrieben? Ich hab irgendwie das Gefühl, die spawnen generell irgendwie random vor unserer Bude. Ja, ich mach echt... Seit wann spawnen denn die Viecher los? Ich hab hier auch. Ich hab dauernd irgendwelche Viecher weggeklatscht vor unserer Bude. Ja, ich komm hier immer wieder. Die wundersame Tiervermehrung oder sowas. Alter, ich werde gleich irgendwo so reinfliegen. Und das ist ja gut, dass die mal neu spawnen, aber normalerweise sind sie doch, wenn sie einmal weg sind, hinüber, oder nicht? Kann sein, das kann ich hier nicht genau... Ja, normalerweise... Dabei. Vielleicht ist das auch nur in der Pocket Edition, dass sie da nicht mehr wiederkommen. Nee, in der normalen doch auch. Deswegen züchtest du sie doch. Das ist jetzt ganz schön gefährlich, was ich hier mache, aber ich muss diesen Eingang irgendwie... muss den Eingang von der Lava irgendwie verschließen. Aber hört ihn nicht auf! Ah, doch jetzt. Dauert ein bisschen. Jetzt hätte ich auch Creeper, ich hab noch nie... Ah doch, ich hab doch schon mal einen Creeper gesehen. Oh. Da. Lauf! 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 Nicht wechseln! Hau ihn kaputt! Lauf! Mach ihn doch kaputt! Alter. Wie er immer wieder seine... Immer diese verwurte... Oh, er hat gebumst. Immer diese verwurte Perspektive. Kann man das einstellen, dass das... Ich glaub nicht. Ja. Oder Steuerung doch irgendwie, oder? Da muss ich mal eben ausmachen jetzt. Das ist doch scheiße. Ich muss irgendwie die Lava da oben... Na, kann ich nicht ändern. Ich muss die Lava da oben irgendwie auch noch wegmachen. Ich bin so pissed, dass dieser Pinnöpel so empfindlich ist zum Draufdrücken. Oh, ich will gleich... Ich will gleich so sterben, ich sehe es jetzt schon kommen. Wenn du stirbst, begehe ich Selbstmord. Ich hab keine Lust, alleine zu Ende zu spielen. Du wirst so zu Ende spielen, ich sag's dir jetzt schon. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Scheiße. Sinnfrei, wie willst du alleine diesen Ender-Mogi-Yogi da töten? Du bist sowas... Geh doch nicht in Nether rein, bist du bekloppt? Warum? Ich hab dir doch eben... Level farmen. Kannst du nicht, hab ich dir eben noch erklärt schon. Ja, weil das Viech jetzt bestimmt auch immer noch da ist. Ja, das wird plötzlich einfach verschwunden sein, wetten? Da hinten ist es. Meine Fresse, warum kann ich das jetzt da nicht hinbauen? Ach, da ist der Eingang davon, okay. Ja, siehst du, da ist er immer noch. Ja, und ich hab doch... Ja, genau. Ja, schon hat er gedacht, er brennt! Oh mein Gott, ey. Ja gut, dass der Gast da war, hast du eben nicht gesagt. Du hast nur von... Ich habe gesagt, lauf da nicht rein. Ja, aber das ist ja egal. Ich hab die Dinges, das, wie heißt die? Lohe, die habe ich abgeschossen. Aber das ist der Gas jetzt. Warum haut das jetzt nicht ab hier? Doch jetzt. Und mich mit Feuer beschießt. Das konnte ich ja nicht riechen. Na gut, wenn man dich kennt, hätte man es doch vielleicht erahnen können. Ja, das ist alles sofort da in dem Podcast. Dass irgendwas wieder in Flammen steht, primär du. Aber ich darf dich ja nicht mehr beleidigen, hat mir ja Leute geschrieben. Ich soll aufpassen, deswegen, Matthias ist ein ganz süßer. Halt mal noch ein dicker Lavafluss, wo kommt der denn? Oh, da ist noch eine Quelle, leck mich doch am Arsch. Kann man ja nicht riechen, dass hier noch eine Quelle ist. Quelle allen Übels hier. Bin ich noch am Sneaken eigentlich? Ich glaub schon, ne? Ja, genau. Bückt sich noch, das heißt, ich bin noch am Sneaken. Kann hier nicht runterfallen. Jetzt gehe ich so runter. Okay. Boah, diese Höhlenscheiße, ne? Du könntest ja mal noch ein paar Skelette töten für ein paar Pfeile, würde ich mal sagen. Machen, wenn ich welche finde. Und dann bitte nicht auf den Knopf drücken, ne? sonst änderst du wieder die Perspektive. Das ist diese Perspektive des Ebbehindert. Ja, aber was willst du machen? Ja, ich kann es ja nicht umstellen. Aber dieser Schniepenkurve, wie empfinde ich das, ist da drauf zu drücken? Warum kann ich jetzt hier keinen Block setzen, bitte? Normalerweise müsste die Lava doch auch gleich irgendwie ausgehen oder so, aber tut sie nicht. Hm.
Mein Gott, kann ich jetzt hier keinen Block hinsetzen oder no, was? No, no. Hast du jetzt das ganze Zuckerrohr hier abgeerntet? Weiß ich nicht. Ja, ist ja nichts mehr. Na, nicht dahin. In die Ecke, genau. Normalerweise müsste das jetzt verschwinden. Das tut's aber irgendwie nicht. Ich kann aber jetzt nicht für alles hier... Muss ich jetzt jeden einzelnen Block hier wegsetzen, oder was? Ich hab eben hier noch irgendwo Eisen reingeschmissen. Ja. Ja. Und du hast es, oder was? Weiß ich sogar gar nicht. Diese Klappe, das ist aber auch so niedrig klein hier. Oh ja. Er guckt gerade in seine Hose. Ja. Es ist lustig, weil es wahr ist. Geil, es fehlt mir gerade an. Du hast sofort das ganze Eisen. Nee, da waren eben 7 Stück drin, die brauchte ich für den Amboss, so war das. Nee. Doch. Ah, ich hab ja hier noch die geworfen, aber diese Steuerung, die ist echt unter aller Kanten. Ja, genau. Wenn man so ein Waldorfschüler ist wie du und sich nicht 3 Sachen auf einmal machen kann. Welcher Idiot hat gestern seine Karte in die Lava geworfen und sich darauf 3 Stunden lang verirrt? Ja, das war ich. Ja, also. Hör doch auf, die Leute beschweren sich schon, du willst mich mal ärgern. Hör auf. Mhm. Nie gut, ey. Das war im Livestream so geil. Hab ich dann geschrieben, haben wir noch einen dabei gehabt, hab ich dann geschrieben, schreibt mal alle, der stinkt. Und dann haben alle geschrieben, Hashtag stinkt. Er hat 170 Leute im Livestream, das war echt schon geil. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele Zuschauer kriegen. Das ist eigentlich schon für so einen Livestream und dann auch noch montags. Und einen Tag vorher nur angekündigt, war das eigentlich schon recht viel. Hätte ich nicht gedacht. Wo ist denn jetzt die Quelle? Meine Fresse.